Wie würdest du wieder bei Null anfangen? Hoffentlich gar nicht. Welche Quellen nutzen, um die Renovierungssanierung von Grund auf zu lernen? Wann nur noch Flip, kein Fix? Wie läuft die Beauftragung von Handwerkern im Detail ab? Und Daniel, was denkt ihr, wie sich der Immobilienmarkt mittellangfristig entwickeln wird? Dazu kommt noch, dass der Euro eigentlich komplett im Arsch ist und wir eigentlich eine Währungsreform brauchen und so weiter. Also Gerüchteküche brodelt, dass gewisse Staaten einen neuen, den Dollar eigentlich ersetzen als Leit. Robert. Servus, grüezi und hallo, willkommen bei einer neuen Folge. Willkommen bei einer neuen Folge Flipper. Heute wieder aus dem Zentrum der Macht zu meinem bescheidenen Wohnzimmer. Natürlich bin ich nicht alleine, wir haben es mal angeteased. Markus ist hier. Hallo zusammen. Ihr kennt ihn schon, Makler, Bauträger, Allrounder, sehr guter Freund. Deswegen habe ich mal auf Insta, ich glaube, es war vor einer knappen Woche, habe ich mal gefragt, was wollt ihr wissen, wenn wir eh schon zusammen sind? Und ein paar Fragen sind natürlich spezifisch an mich, ein paar sind aber auch, die wir zusammen beantworten können. Und ich würde sagen, wir hüpfen gleich mal rein ins Geschehen, das soll mal gar nicht so lang werden hier. Und Frage Nummer 1 ist von Robert RR7, also ich blende euch die Frage natürlich ein. Wie würdest du wieder bei Null anfangen? Hoffentlich gar nicht. Wie hast du alles gelernt? Sehr pauschale Frage natürlich. Bei Null anfangen, weiß ich nicht. Ich würde es, glaube ich, ähnlich machen. Irgendwie Geld beschaffen über einen Freund, Freunde, Kapitalgeber, was auch immer. Weil meistens ist ja das Geld das Problem erstmal. Und dann halt auch wieder ganz stupide flippen erstmal und Vermögen aufbauen. Ja gut, es gibt verschiedene Ansätze. Klar, als erstes mal breit informieren, Bücher, Seminare, Podcast, ja, YouTube, ja. Gibt es ja auch viele Formate mittlerweile. Es ist so viel umsonst. Hey, und sucht euch einfach einen Mentor, der 10, 20 Jahre weit ist, arbeitet für den, vielleicht sogar umsonst, um einfach zu lernen, Sachen mitzunehmen und schaut, dass er eben so viel Erfahrung wie möglich bekommt, ohne Risiko. Weil es hat ja eher, wenn ihr für ihn arbeitet. Ja, und dann zieht euch so die Informationen und startet irgendwann selber. Ja. Ich habe auch ein sehr gutes Interview bei Rob gegeben über meine kleine, kurze Flip-Karriere, die vor knapp 2 Jahren angefangen hat. Und da habe ich auch gesagt, also das ist ja jetzt auch keine Übernacht-Geschichte, sondern es hat halt einfach 30 Jahre gedauert, weil ich bin halt 30 Jahre alt. 31, gut. Und deswegen, also da hängen so viele Sachen zusammen, das kann man so pauschal nicht einfach mal schnell lernen. Also genau, also einfach machen erstmal und sieh das Ganze als ein großes Problem und diese Probleme unterteilst du in 20, 30, 40 kleine Probleme. Also erstmal, wo bekomme ich Geld her, wo bekomme ich eine Immobilie her, wo bekomme ich Handwerker her. Also diese ganzen Punkte arbeitet ihr einfach ab. Jedes Mal gibt es eine Lösung dafür und dann im Endeffekt ja, halt klein hast, anfangen du dann, irgendwo. Hast du dann dein Problem gelöst und das Problem ist halt dann einfach ein Flip gemacht und dann fertig. Nächste Frage von Christopher Wacht. Danke für die Frage übrigens. Kaufst du nur Wohnungen oder Häuser zum Renovieren und später weiter zu verkaufen? Antwort ist ja, aktuell schon. Ich würde jetzt auch gar keinen Bestand gerade aufbauen, weil mir die Sache einfach viel zu heiß ist, was da draußen abgeht. Preise fallen und so weiter. Deswegen kaufe ich mir jetzt eigentlich nichts ein, was ich halten will. Das kommt noch. Ihr werdet natürlich mitgenommen, aber da schauen wir uns die Geschichte noch mal in einem Jahr oder so an. Okay, nächste Frage. Tommy hat gefragt, welche Quellen nutzen, um die Renovierungssanierung von Grund auf zu lernen? Gleiches Spiel. Es gibt einen Kanal, der heißt Immocation. Den habt ihr alle schon mal gesehen. Den kennt ihr, die Werbung kennt ihr mit diesen Excel-Tabellen. Da gibt es, ich glaube, 8 Folgen nur über Fix und Flip. Das Ganze gibt es 2-3 Mal von verschiedenen Personen. Es gibt zu jeder Renovierung, zu jedem Schimmel, zu jedem Ding, es gibt tausende Informationen da draußen auf YouTube. Wer heutzutage seine Informationen, die er haben möchte, nicht findet, der sucht falsch. Ist ganz einfach, weil und es gibt alles. Und er hat es am Ende des Tages auch nicht verdient. Man findet wirklich alles. Es gibt alles.
Ja, idealerweise, ihr seid vielleicht sogar selber Handwerker oder kennt einen Handwerker in der Familie, seid befreundet mit welchen und zieht euch da die Informationen, fragt einfach eure Kollegen, hey, wie sieht's aus, wie würdet ihr das machen? Ja, und redet einfach mit den Leuten. Oder? Ja, nee, hundertprozentig. Also es gibt jegliche Informationen da draußen, wie man saniert, wo man saniert. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, dann sucht ihr euch einen Handwerker, werdet gut mit dem und geht halt ab und zu mal auf ein Bier und so dann. Also die Möglichkeiten sind unendlich heutzutage. Wer Informationen nicht findet, wie gesagt, der sucht falsch. Dann Alex Bui hat gefragt, wann nur noch Flip, kein Fix. Alex redet jetzt hier wahrscheinlich von Aufteilern, beziehungsweise von diesem ganzen Immobilienhandel, von dem schnellen Handel. Ganz ehrlich, wenn mir was vor die Flinte kommt in Sachen Aufteiler, dann ist es auf jeden Fall mit im Programm. Aktuell ist einfach noch nichts Richtiges bei mir in der Gut. Nähe auf den Markt gekommen. Aber hey. Gut, in dem Bereich gab es auch einige Änderungen die letzten Jahre, dass Ja, aber bei einige uns geht es Städte, schon bei noch. uns geht's, Ja. aber einige Städte haben eben dieses klassische Aufteilergeschäft unterbunden und verboten. Genau, also es geht gar nicht mehr so einfach in einigen Städten. In manchen geht es noch, genau, aber klar ist auch eine große Konkurrenz da und auf die diese natürlich viele gekommen, das zu machen und deswegen das Geld ist eigentlich nach wie vor in der Wertschöpfung verdient. Definitiv. Nächste Frage, Luis Meyer, MIR. Wie läuft die Beauftragung von Handwerkern im Detail ab, also in Klammern Angebot, Verträge und so weiter? Da wir hier einen Bauträger-Projektentwickler haben, Frage an dich ganz grob erstmal, wie funktioniert sowas? Gut, also grundsätzlich muss man sich mal überlegen, ob man es über einen Generalunternehmer macht oder ob man Einzelvergabe macht. Also wenn ihr es anfängt, würdet ihr wahrscheinlich erstmal den Weg des Generalunternehmers nehmen. Das heißt, ihr beauftragt ein schlüsselfertiges Objekt, das dann quasi ein Bauunternehmen mit der ihrem ganzen Netzwerk quasi fertigstellt. Also das heißt, ihr habt einen Ansprechpartner und das Bauunternehmen oder auch das Managementunternehmen, gibt es verschiedene, machen auch manche Bauleiter, die das eben dann für euch übernehmen können, das dann alles im Hintergrund regeln. Klar, ist etwas teurer in der Herstellung, klar, weil ihr natürlich einen Overhead zu bezahlen habt und die günstigere Variante, aber auch natürlich die kompliziertere, ist die Einzelvergabe. Das heißt, ihr managt jedes Gewerk selber. Das heißt, ihr braucht auch für jedes Gewerk braucht ihr Firmen, Handwerker, die ihr irgendwo her kennen müsst, braucht Kontakte zu denen, müsst die ganzen Handwerker koordinieren und das läuft über Leistungsverzeichnisse, die der Architekt ausgibt und über diese Leistungsverzeichnisse sucht ihr dann eben eure Handwerker, die dann eben dementsprechend die Angebote abgeben. Idealerweise sind es immer drei, dass man einfach ein Genau. Mittel rausfindet und ja, dann entscheidet ihr dann letztendlich, mit welchem ihr zusammenarbeiten wollt. Okay, wenn Klar. ich jetzt einen habe, was passiert dann? Wie sieht so ein Vertrag aus? Wie nennt man sowas? Das kommt immer auch so ein bisschen auf die Größe des Projektes drauf an. In den großen Projekten ist alles über die VOB geregelt. Also VOB ist quasi ein Regelwerk, wie die Leistungsausschreibungen eben funktionieren und wie die Vergabe von Handwerksleistungen funktioniert. Da sind auch noch andere Teile quasi geregelt über die Gewährleistung, wie lange Gewährleistungen gegeben werden müssen auf bestimmte Leistungen. Und eben ganz grob, die VOB ist in drei Teile aufgeteilt, A, B, C. Und ja, nachdem wird eben die Vergabe gemacht. Genau, da steht alles drin. Zahlungsziele, wann fertig, was geleistet wird, die einzelnen Positionen, dass dann nicht danach jemand sagen kann, ja, oh, das haben wir gar nicht besprochen. Da ist auch wirklich zu empfehlen, dass da wirklich alles reingepackt ist, von der Fußbodenleiste bis zur Fliesenabschlussleiste. Kommt drauf an, mit wem ihr arbeitet, wie ihr das sonst handhabt. Normalerweise haben die da natürlich auch ihre Vordrucke, wenn es ein seriöser ist, wenn das jetzt nicht alles so funktioniert. Dann hat er sowas normalerweise ein Unternehmen und genau. Genau, also bei großen Projekten oder bei großen Objektenprojekten gibt es ganze Positionen, die Ja. nichts anderes machen wie Vergabe und Einkauf und eben dann die verschiedenen Handwerker koordinieren. Also das ist, kann man auch sogar komplett isoliert und einzeln studieren, dieser Punkt. Also es ist ein Riesenthema, wo auch extrem viel Geld
drin hängt, dann in den großen Objekten. Klar, wenn ihr jetzt eine einzelne Wohnung renoviert, da könnt ihr zu jedem Handwerker gehen, der kennt seine Kollegen und wird es dann wahrscheinlich auch gern für euch managen. Trotzdem, wenn gerade bei so kleinen, die sind dann natürlich jetzt nicht so ganz vertraglich unterwegs, wo sie sagen, okay, wir müssen wirklich alles festhalten. Wenn ihr was aber auf der Baustelle besprecht, eine richtige Änderung, sagen wir, okay, der Durchbruch wird jetzt größer oder wir machen die Wand doch weg, dann schreibt halt eine E-Mail hinterher, sagt, yo, wie gerade besprochen, bla bla bla, oder eine WhatsApp, irgendwas schriftlich, weil wenn dieses Mündliche, das wisst ihr selber, das hat halt auch nichts mit dem Bau zu tun, das ist einfach immer scheiße. Ja, das haltet es irgendwo fest. Und Genau, wenn es nur ein Einzeiler ist, ist ja, völlig Latte. das Problem ist, so ein Bau zieht sich immer über Monate oder Jahre sogar, vielleicht sogar mit wechselndem Personal innerhalb diesen Handwerksfirmen und am Schluss weiß niemand mehr was. Also gerade in der Bauleitertätigkeit ist eigentlich eine Hauptaufgabe eigentlich die Dokumentation und die Buchführung, Regieführung, dass einfach alles geschrieben ist und dokumentiert ist. Genau. Gut. Nächste Frage von Jan Dierkes. Skalierung quantitativ oder größere bzw. andere Projekte? In dem Sinn meint er jetzt einfach, okay, wenn ich einen Flip gemacht habe, soll ich da einfach 10 machen oder soll ich anstatt einen Flip ein Mehrfamilienhaus oder eine Grundstücksentwicklung oder was auch immer machen? Kann man pauschal nicht sagen. Quantitativ ist es natürlich deutlich schwieriger, 10 Flips auf einmal zu machen, anstatt in größere Projekte zu gehen und statt einen Flip zu machen, ein Mehrfamilienhaus zu machen, denke ich mir. Weil dann hast du 10 verschiedene Projekte, die du koordinieren musst. Am Ende ist da noch ein anderer Kapitalgeber mit drin, da ist noch einer. Also du hast vielleicht, wenn es schlecht läuft, hast du irgendwie 8, 9 verschiedene Szenarien in 10 Flips. Genau, und vor allem irgendwann hast du ja dein Handwerksteam, dein Netzwerk, wo du dann immer quasi auf die Projekte losschickst. Und also die Margen berechnen sich ja auch immer prozentual aus Projekt auf die Gesamtinvestitionskosten und ob ihr jetzt ein großes habt oder 10 kleine. Koordinativ ist wahrscheinlich ein großes besser. Go big or go bigger. Klar, aber man hat auch irgendwo dann ein Klumpenrisiko. Wenn es halt dann in diesem Ja. einen Projekt scheiße läuft, Ja. dann, Schon. ja, dann habt ihr halt ein Problem. Wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden, auch standortmäßig bei euch, aber ich würde sagen, eher größer anstatt sehr viel mehr. Genau. Oder? Immobilienlehmann.ch. Grüße gehen nach Zürich. Ich hoffe, wir sehen uns mal bei meinem nächsten Besuch. Und zwar hat er gefragt, hast du vor, auch mal ein Projekt zu entwickeln? Antwort ganz klar ja. Wir waren auch schon an einem oder zwei, vielleicht mal so ganz knapp kurz mal dran. Und da ging es um einen Abriss und dann einfach Projektierung, also Projektentwicklung Light, wie es auch im Internet genannt wird. Ganz klar ist auf jeden Fall auf meinem Plan. Aktuell würde ich es auf gar keinen Fall neu anfangen. Da würde ich lieber einen Flip machen, weil ich habe keine Ahnung von der Genau, Baubranche in dem Sinn. Dieses ganze Neubauthema wird sich noch mal ein bisschen ändern, weil die Preise auch runterkommen und so. da können wir vielleicht gerade den Bogen spannen zur nächsten Frage Das ist die nächste. von Daniel. Was denkt ihr, wie sich der Immobilienmarkt mittellangfristig entwickeln wird? Da haben wir auch schon ein ganzes Video drüber abgedreht. Schaut euch das gerne an. Klar, die Grundsituation, die hat sich jetzt nicht viel mehr verbessert oder verändert. Also ist immer noch das gleiche Thema. Zinsen, Energie, Lieferkettenschwierigkeiten, genau, die gleichen Probleme und deswegen auch momentan eine Entwicklung oder Bauträgertätigkeiten sind letztendlich nicht kalkulierbar momentan. Nee, und vor allem kenne ich mich nicht aus. Du kennst dich zwar aus, es wäre auch ein Co-Investment oder wir würden es zusammen machen, wenn überhaupt. Dafür, dass ich würde jetzt nichts anfangen, wo ich mich einfach gar nicht auskenne in so einer Marktlage wie jetzt. Die Zeit wird auch wieder kommen. Klar, müssen wir halt schauen, wie es sich entwickelt und Nee, auf jeden Fall. Also ja. Antwort ja, ganz klar, auf jeden Fall irgendwann. Weil es einfach Sinn macht, irgendwann bekommst du einfach gute Sachen rein und anstatt die dann zu verschenken oder einem Makler weiterzugeben und du hast die Kapazitäten, auch das Geld oder Know-how oder jetzt auch Partner in dem Sinne, dann warum soll man das denn liegen lassen? Ganz klar. Genau, Daniel 98, Grüße gehen raus. Wie gesagt, hoffe, das macht Sinn. Immobilienmarkt auf lange Sicht, auf ganz lange Sicht wird es immer in eine Richtung gehen. Da gibt es auch tausende Graphen davon.
Wir sind immer in einem stetigen Bergauf gegangen, einfach weil Wohnraum ist Wohnraum, da gibt es halt auch nichts anderes. Aber Das ist halt natürlich gibt es letztendlich mal Immobilien, Korrekturen. beziehungsweise, wenn man es runterbricht, Grundstücke, Wälder und so weiter, ist halt begrenztes Gut, ist nicht unendlich vermehrbar ist. Klar, die Projekte werden größer, es wird in die Höhe gebaut, es wird nachverdichtet. Das will man schon auch alles, alles vorantreiben, auch von den Kommunen, von den Gemeinden. Die Politik spielt auch hier hinein, dass nachverdichtet wird und nicht neu versiegelt wird. Aber letztendlich, klar, eine Immobilie ist ein nicht unendlich vermehrbares Gut und das wird langfristig dann auch den Wert halten und auch steigen. Ja, Ja. wie es nächstes Jahr aussieht, wissen wir selber nicht. Auf jeden Fall, was deutlich zu erkennen ist, dass wenn jetzt letztes Jahr 100 Anfragen reinkamen auf eine Immobilie, dann sind es jetzt wahrscheinlich 5. Genau, So also kann man es schon sagen. es Also verlangsamt sich, das kann man auch gar nicht wegdiskutieren, weil klar, wie jeder Markt, wo irgendwie abhängig von Geld ist, korreliert halt mit den Zinsen. Gehen die Zinsen hoch, müssen die Assetpreise runter und andersrum. So. Klar, aber das ist eine kurzfristige Betrachtung und das wird sich auch wieder ändern irgendwann. Und nochmal, also weil Heiland S, der Basti, hat auch gefragt, Hi Basti. wie seht ihr die Entwicklung auf Zinsen und Inflation? Selbe Story. Also die Feds haben jetzt wieder den Leitzins erhöht in den USA. Das heißt, die Deutschen oder die EZB wird irgendwann nachziehen und so weiter. Wir Ja, die werden muss auf gar keinen nachziehen. Fall auf 10% oder sowas gehen. Also das wird jetzt nicht unendlich hochgehen, glaube ich. Es wird sich auch irgendwann Ist wieder einpendeln. makroökonomisch auch gar nicht möglich, dass es so hoch geht. Aber wir wissen, wie gesagt, nicht, der Euro ist schwach. Es gibt Gerüchte, Küche brodelt, dass gewisse Staaten den neuen, ja, den Dollar eigentlich ersetzen als Leitwährung und Du so sprichst weiter. wahrscheinlich BRICS an, oder? Da gibt es sau viele Geschichten, die gerade in der Welt passieren. Keiner weiß es. Selbst die größten Warren Buffetts und Genau, dieser erklär's Welt, vielleicht mal kurz, die waren auch schon was mit BRICS, was? BRICS, ich packe es hier mal rein unten, das sind Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China, oder? China. Und im Prinzip haben die vor, beziehungsweise ist, glaube ich, schon so gut wie durch, dass die einfach eine Ersatzwährung dem Dollar gegenüberstellen, der dann wirklich die globale neue EZB-Währung, Genau, wie gesagt, ist. also primär geht es ja darum, dass genau die vier Staaten eben einen Großteil von verschiedenen ja, Rohstoffmärkten eigentlich kontrollieren und sich somit eigentlich vom Dollar abspalten wollen und eine eigene Währung eben in deren Handelsbeziehungen eben schaffen wollen, um dann eben die Güter zu handeln. Ja. So. Also bleibt Spannende spannend, Sache keine auch, Ahnung, das keine ist, Ahnung. dazu kommt noch, dass der Euro eigentlich komplett im Arsch ist und wir eigentlich eine Währungsreform brauchen und so weiter. Also, wenn wir es wüssten, sage ich euch ehrlich, würden wir nicht hier sitzen. Ja, das Deswegen. Thema ist, man weiß auch nie, klar, ohne es irgendwie politisch zu werden, aber wie die politischen Entwicklungen in den verschiedenen Ländern im Hinblick auf Immobilien sind, das spielt natürlich auch eine Rolle und das weiß halt niemand gerade. Stichpunkt, Grundsteuerreform, die jetzt eben dann ab 2025 neu gemacht wird, dann dieser Lastenausgleich, das sind halt alles Punkte. Ja, das sind eben die Unbekannten. Und die Unbekannten gibt es in jeder Branche, die Unbekannten gibt es auch in jedem Markt. Und ja, da ist man nur gut beraten, indem man sich einfach regelmäßig informiert und einfach am Ball bleibt. Thema Lastenausgleich gibt es ein brutales Video von Immorob. Verlinke ich euch auch noch unten in der Beschreibung, falls ihr das Unwort des Jahres schon mal gehört habt, aber noch nicht wisst, was es ist. Schaut euch das an, echt gut erklärt. Da muss ich wirklich ein Betrifft, neues genau. Video dazu Betrifft machen. übrigens nicht nur Immobilien, sondern alle Vermögenswerte. Soweit mal der Plan. 1954 war der letzte und da wurden 50% von deinem Vermögen eingesackt. Soweit ich mitbekommen Genau, habe. gab es Aber ja, hey, keine Ahnung. genau, gab es ja diese Zwangshypothek, die Ja. dann quasi draufgepackt wurde und die dann abgestattet werden muss. Ja. Also es läuft, es läuft. Zusammenfassend kann man sagen, es Naja. läuft. Ihr müsst halt so denken, überall wo Geld ausgegeben wird, irgendjemand muss die Zeche am Ende des Tages Genau. bezahlen. Und ja, die letzten Jahre wurde halt viel Geld ausgegeben. Zu viel Geld, was man nicht hat. Hatte. Genau, ansonsten, falls noch Anschlussfragen zu diesen ganzen Themen jetzt aufkommen, gerne in die Kommentare reinpacken.
Meine Wohnung im Allgäu, wie ich sie so schön immer nennen, die ist auch fortgeschritten. Ich habe heute dazu ein Reel gepostet auf Instagram. Also Wände wurden schon mal komplett befreit von Tapeten und so weiter. Dazu gibt es aber nächste Woche ein Update. Ich nehme euch natürlich mit. Ansonsten, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier vor der Kamera sitzen. Genau, fragt in den Kommentaren, macht es auch etwas einfacher, ein bisschen eine lockere Runde. Genau. Können wir auch auf die Fragen von euch eingehen. Persönliche Fragen, geschäftliche Fragen, Flipperfragen, Bauträgerfragen, alles reinpacken. Genau, muss auch nicht zwingend nur über Immobilien sein. Also können wir vielleicht auch mal einen kleinen Exkurs machen. Können wir auch mal, gerne. Genau. Ich verlinke deine Kontakte, GIC, Instagram, E-Mail, Gerne. Website und so weiter. Genau. Dankeschön, dass du Okay. da warst. Danke für deine Zeit. Danke. Gerne wieder. Und Abo nicht vergessen, Instagram folgen, liken, kommentieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.